Ja, gut. So, erstmal vielen Dank der Gruppe Dragonflies für ihre tolle Musik. Wir kriegen das mit der Orga demnächst auch noch besser hin, dass die nicht irgendwie unterbrechen müssen. Natürlich können sie gerne nach den Redebeiträgen weiter spielen. Allerdings müssen wir halt auch so ein bisschen mit unserem Programm durchkommen. Wir haben ja auch noch ein Programm. Und zuallererst möchte ich so ein paar einführende Worte geben und sagen, dass wir dann so gegen 14:45, das hatte ich ja in der Ankündigung schon rumgeschrieben, auch einen Laternenumzug machen, zusammen mit Kampakt. Und deshalb, da wollen wir auch wirklich so 14:45 losgehen, dass wir mit dem Redeprogramm durchkommen. Und wer noch Musik hören möchte, kann ja auch wirklich sehr gerne noch hier bleiben. Wir haben heute auch hohe Gäste, über die ich mich besonders freue. Und zwei Vertreter der Kirche, die auch gleich nach mir zu euch sprechen werden. Das ist einmal der Propst Matthias Schmidt und einmal der Propst Wöllenstein, die beide für die evangelischen Kirchen hier in Hessen zuständig sind und die später zu uns sprechen werden. Darüber freue ich mich besonders, denn denen haben wir jetzt zu verdanken. Denn der Intervention der Kirche haben wir tatsächlich zu verdanken, dass sie heute nicht roten. Das finde ich ganz toll. Dafür sagen wir schon mal Danke. So, ich möchte wirklich heute nur ganz kurz und vor allem ganz ruhig. Ich habe mich jetzt wieder gefangen. Für mich war das eine schlimme Woche. Wir haben 3 schwere Unfälle zu verzeichnen. Einmal letzten Sonntag oder Samstag der Absturz, die junge Frau mit Wirbelsäulenverletzung im Krankenhaus. Es ist geklärt, ein Polizist hat absichtlich oder unabsichtlich ein Halteseil durchgeschnitten. Dadurch ist sie zu Boden gestürzt und liegt, glaube ich, noch im Krankenhaus schwer verletzt. Am Montag hatten wir einen weiteren Unfall. Ist ein junger Mensch aus 5 Metern Höhe abgestürzt auf der anderen Seite im Glental. Ist Gott sei Dank unverletzt geblieben und das war nur der Tatsache geschuldet, dass er sozusagen so einen doppelten Knoten oder irgendwie eine doppelte Sicherung hatte. Das heißt, er ist in seinem Sicherungsseil hängen geblieben. Und das ist der einzige Grund, warum nichts Schlimmeres passiert ist. Und gestern ist es, ich habe ja selber diese Räumungen die letzte Woche mitbegleitet und gesehen, wie sie vorgehen. Sie gehen brachial vor. Und gestern ist bei einer solchen Aktion, wo wieder ein Seil zerrissen worden ist, ist ein weiterer Mensch 4 bis 6 Meter in die Tiefe gestürzt. Und diese Person ist sehr schwer verletzt. Diese Person ist sehr schwer verletzt und liegt im Krankenhaus. Wie immer haben wir darüber noch keine genauen Auskünfte. Man sagt uns ja nicht, wo die Leute hinkommen und was sie genau haben. Aber wir wissen, dass die Person schwer verletzt ist. Und allen, die jetzt verletzt im Krankenhaus liegen, möchte ich von dieser Stelle erstmal unsere besten Wünsche und unsere Genesungswünsche überbringen. Ich konnte es jetzt nicht mehr verifizieren, ob es wirklich so ist, aber mein letzter Sachstand ist so, dass man gestern auch eine kirchliche Beobachterin niedergeknüppelt hat. Ja, das ist so. Es gibt Bilder, da sieht man auch Blutspuren tatsächlich, also ich weiß nicht, wie schwer die Verletzungen sind, aber unsere Mitaktivistin Susanne Gellert, deren Vater diesen Wald ja hier, der Förster Hahn, 50 Jahre bewirtschaftet hat, hat gestern gesagt, in meinem Heimatdorf, sie ist aus Dannenroth, herrscht Krieg, ich bin zutiefst unglücklich und dieser Krieg wird von der Polizei gegen uns geführt. Wer wissen möchte, wie es hier zugeht, dem empfehle ich nochmal die Hessenschau von gestern anzusehen. Der Bericht gestern in der Hessenschau 19.30 Uhr hat ein Stimmungsbild gezeichnet, wie es gerade hier ist. Und die Dannenröder haben sich erfreulich klar geäußert. Sie haben sich erstens erfreulich klar geäußert, dass überwiegend die Autobahn nicht gewünscht ist. Und sie haben sich erfreulich klar geäußert, und das möchte ich deutlich nochmal wiederholen. Sie haben gesagt, ein Jahr lang haben wir mit diesen Aktivisten hier im Frieden zusammengelebt. Und das ist ein Lob und ein großes Anerkenntnis für euch, ihr lieben Aktivisten.
Und das ist auch das, was meine Erfahrung ist, dass wir es hier mit jungen, sehr netten, fürsorglichen, wertschätzenden Menschen überwiegend zu tun haben. Und wenn bei uns mal einer aus der Reihe tanzt, dann machen wir auch nicht immer alle dafür verantwortlich. Und ich bitte dafür, dass man diese Menschen, die unseren Wald verteidigen, genauso differenziert betrachtet. Die meisten sind total in Ordnung. Da wurde dann dazu gesagt, wir haben Angst. Das ist dasselbe wie in Maulbach eigentlich. Die Menschen haben jetzt hier im Dorf Angst, und zwar vor der Polizei. Und ich kann das mittlerweile nachvollziehen. Selbst mich wollte man jetzt schon dreimal abführen. Man stellt eine falsche Frage oder man macht ein Bild, weil ein Polizist gerade auf einen ganz harmlosen Menschen einprügelt, der nur mal was gefragt hat, was nicht gepasst hat, und dann holt schon einer aus. Das habe ich jetzt selber ein paar Mal erlebt und habe gesagt, Leute, das geht ja so nicht. Ich mache jetzt ein Foto und bringe das zur Anzeige. Dann rücken sie einem sofort auf die Pelle, packen einen links und rechts, wollen einem das Handy wegreißen, damit man das nicht belegen kann. Ich muss sagen, ich kann das wirklich bestätigen, die Leute haben hier zu Recht Angst. Unter den auch da darf man natürlich nicht generalisieren, aber es gibt schon einige, wo man sagen muss, neben jeden Anlass sozusagen oder jede Kleinigkeit zum Anlass, einen anzugreifen und einem enorme Angst zu machen. Und wir haben jetzt auch schon eine ganze Menge Anzeigen gesammelt von Menschen, die ja festgehalten werden, in Handschellen gelegt werden, völlig unbegründet. Wir sammeln das. Es sind schon einige Anzeigen gemacht worden. Ich kann jedem, dem sowas passiert, ermuntern, das auch zu machen. Vor allem, sie gehen gerne auf Frauen los. Das finde ich also besonders schlimm, dass Frauen ganz besonders im zivilen Bereich Opfer werden von solchen Angriffen. Wir haben deshalb auch gestern wegen der Vorkommnisse, die sich ja jetzt häufen, übrigens die 60-plus-Leute waren ja gestern Morgen auch im Wald, da gibt es auch ein Video, wie man die nach draußen geführt hat. Das war eine große Gruppe 60-plus. Vielen Dank an die 60-plus. Die dort im Wald waren, und da hat ja auch Walter Bernbeck, auch ehemals Pfarrer, gesprochen und eine sehr gute Rede gehalten. Und da kann man auch auf dem Video sehen, wie man die Leute nach draußen befördert hat. Einfach mal so in den Rücken reingeknallt und geht auch schneller und allein die Tonlage. Und einfach auch wirklich in den Rücken geprügelt, ja. Ich würde mal sagen, das finden wir nicht in Ordnung, das verurteilen wir und wir bitten die Polizei, sowas zu unterlassen. So, bevor ich das Wort jetzt an den Probst weitergebe, noch, ich habe gestern aufgrund der Situation, erstens haben wir ja schon vor ein paar Tagen einen offenen Brief an die Landesregierung geschrieben, und dieser offene Brief ist von etwa 60 bis 70 verschiedensten Institutionen unterschrieben worden, unter anderem vom Friedensforscher Becker aus Marburg, von den Scientists for Future, von den Parents for Future, also von sehr vielen Organisationen und auch interessanterweise von vielen grünen Kreisverbänden in Thüringen und in Niedersachsen. Und in Hessen sind wir als Homberger Grünen die Einzigen, die den Brief unterzeichnet haben. Das finden wir sehr schade. Dann habe ich gestern noch an die Bundeskanzlerin und an den Herrn Steinmeier geschrieben zusätzlich und habe mit Bild und Filmmaterial einfach auf diese Einsätze hier hingewiesen und mit der Bitte, diesen Konflikt zu stoppen und so lange auch die Rodung zu stoppen und erstmal den Friedensauftrag, den auch der Staat hat, auch der Staat kann ja nicht endlos eskalieren, wahrzunehmen. Ich hoffe, dass Sie sich dazu wenigstens äußern. So viel von meiner Seite für heute.